Hallo, hallo, hallo. Wir spielen jetzt wieder eine Runde Quizduell und der Sieger, also der gegen mich gewinnt, der kann sich melden und gewinnt dieses Buch Kreisliga-Legende. Ich bin mal gespannt, ja, was das wird. Ich spiele jetzt gegen RMK23, also RMK23. Falls du gewinnen solltest, wirst du eine Nachricht bekommen am Ende natürlich und kannst dieses Buch einheimsen. Mal gucken, ob du überhaupt gewinnst. Also, ich spiele mal gegen RMK23 und die erste Kategorie ist Kunst und Kultur. Ach du Scheiße. So, Kunst und Kultur. Und die erste Frage, die lautet: In welcher italienischen Stadt befindet sich dieser berühmte Balkon? Rom, Verona, Florenz, Venedig. Tja, Rom, da sind bestimmt viele Sachen. In Florenz auch, Verona auch. Ich sage Verona. Zack. Ha! Glück gehabt, ja. Verona ist richtig. Zweite Frage. Welches Gewand gehörte nicht zur Garderobe der alten Römer? Die Toga, die Barnus, die Stola, die Tunica. Die Tunica? Burnus? Noch nie gehört Burnus. Ich nehme Burnus. Jawohl, die Burnus. Was auch immer das ist. Dritte Frage, wer hat das Forum Theater entwickelt? Das Forum Theater, Hans Hinterseer, Justus Kleinschmidt, Augusto Boal, Karl-Heinz Böhm. Karl-Heinz Böhm. Nein, Augusto Boal, wer auch immer das ist. Ja, das war die erste Runde gegen RMK23 und ich spiele gleich weiter die zweite Runde. Die zweite Runde nehme ich TV-Serien. TV-Serien, zu welcher Serie passt dieses Bild? Futurama. Jawohl. Wie heißt die Familie, in der Fran als Nanny arbeitet? Schon mal gehört. Fran. Aber die Serien sagen mir nichts. Wie heißt, ach so, wie heißt die Familie? Babcock, Fine, Newfield, Sheffield, Fine. Sheffield. Fran, Nanny, das ist doch irgendwie. Ach, wie heißt die Serie? Keine Ahnung. Weiter geht's. Wie heißt keine Figur aus Hallo Spencer? Poldi gibt's, Lukas gibt's, Elvis gibt's, Spencer gibt's. Nee, Lukas gibt's nicht. Poldi, ich will dir fressen. Elvis ist der Kumpel von Spencer und Spencer. Lukas, hätte ich gesagt, gibt's auch. Aber so gesehen gibt's den nicht. Ja! Mit Hallo Spencer kenne ich mich aus. Ja, das waren die ersten beiden Runden von Quizduell gegen RMK. Mal gucken, was RMK so drauf hat und dann sehen wir mal weiter. Wir spielen nun die dritte Runde gegen RMK23. Es geht immer noch um das Buch Kreisliga-Legende, geschrieben von mir. Wir spielen jetzt die dritte Runde und die dritte Runde geht um Wunder und Technik. Wunder und Technik, die Frage lautet, wie heißt dieser Zug der Deutschen Bahn? ICE. IR ist Quark, Regionalexpress ist es nicht und DB ist Deutsche Bahn einfach nur. Was ist IR? Puh, Käse. Ja, ICE. Die nächste Frage gegen RMK23, Wunder der Technik. Welches Unternehmen entwickelte diesen haustierähnlichen Roboter? Honda, Seiko, Panasonic oder Sony? Boah. Seiko, Panasonic, Seiko. Seiko. Ah, Sony. Aber RMK hat es auch falsch gemacht. Puh, RMK23. Das war noch nichts. So. Wann wurde der Automobilkonzern Volkswagen gegründet? Boah, Alter. 1937, 1942 oder 1871? Im Krieg nicht, nach dem Krieg nicht, vor dem Krieg. Oh! 1937! Wie viel steht's denn? Aber ich führe noch 5 zu 2. Sehr gut. Runde 4 direkt im Anschluss. Ich nehme Medienunterhaltung, super. Mit wem war Kate Moss im Jahr 2007 verlobt? Jamie Hintz, Reg Travis, Russell Brand, Pete Dorsey.
Pete Dorothy ist der Einzige, der mir was sagt. Oh, war die mit dem verlobt? Ha! Ja, souverän. Wie heißt James Kahns Sohn, der ebenfalls Schauspieler ist? James Kahn. Jimmy Lee Kahn, Bruce Kahn, Scott Kahn, Leroy Kahn. Scott Kahn, meine ich schon mal gehört zu haben. Leroy Kahn? Ne. Jimmy Lee Kahn? Ne. Scott? Jawoll, der Scott. So, wie heißt eine Tanzshow, die von Pro7 und Sat1 ab Juni 2013 ausgestrahlt wird? Everybody Dance Now, Got to Dance, Shake Your Body, Tanzfieber. Got to Dance hieß es, glaube ich. Gucke ich nicht, aber war's. Jawoll. So, das war Runde 4. Und es steht 8 zu 2. Boah. RMK 23 muss ich anstrengen. Wenn RMK 23 nicht gewinnt, dann wird dieses Buch unter den Abonnenten des Kanals verlost. Ich bin mal gespannt, ob RMK es schafft. Wenn nicht, dann wird irgendein Abonnent hier der Glückliche sein, der dieses Buch zugeschickt bekommt. Und der wird dann auch ausgelost. Auf jeden Fall, dieses Buch geht heute noch raus. Habe ich es nochmal in die Kamera gehalten? So. 8 zu 2 steht jetzt. Mal gucken, was die nächste Runde bringt. Wir spielen die nächste Runde Quizduell gegen RMK 23. Es ist die Runde 5 und ich führe 8 zu 2. Wenn ich jetzt nichts mehr falsch mache, dann habe ich mindestens mal unentschieden. Naja, muss nur eins richtig machen. Also, wir gucken mal. Im Labor. Oh, im Labor. Fällt mir gar nicht. Im Labor heißt es und die erste Frage lautet, was ist kein Bestandteil von Granit? Plutonit, Glimmer, Quarz, Feldspat. Glimmer. Glimmer, Quarz, Feldspat ist drin. Plutonit ist es nicht. Ha! Ja. Da hat RMK 23 wohl geschissen. Moment. Welcher Effekt aus der Physik wird hier dargestellt? Doppler-Effekt, photoelektrischer Effekt, Tunneleffekt, Schmetterlingseffekt. Sieht aus nach einem Tunneleffekt, ich habe aber keine Ahnung. Tunneleffekt. Doppler-Effekt. Okay. Okay. So. Drittens. Wozu wendet man das Fischer-Tropsch-Verfahren an? Kohleverflüssigung, Aluminiumproduktion, Ammoniakherstellung, Titanproduktion. Alter Verwalter. Fischer-Tropsch, Ammoniak. Kohleverflüssigung, naja, RMK 23 hat Aluminiumproduktion gesagt, von daher steht es jetzt 9 zu 4 und ich habe 5 Punkte Vorsprung, es sind noch 3 Fragen, also kann sich jeder denken, wie es jetzt ausgeht. Also das Buch hier wird auf jeden Fall schon mal unter den Abonnenten verlost, ja, aber ich spiele trotzdem nochmal weiter. Wo steht das höchste Gebäude der Welt, das 828 Meter hoch ist in Dubai? An welchem See liegt die Stadt Ascona? Italien. Ascona am Comasee. Au! Lago Maggiore. Naja, gut. In welchem deutschen Bundesland befindet sich der Spreewald? Das ist in Brandenburg. Bravo! Super! Ich führe 11 zu 4. 3 Punkte könnte RMK 23 schon machen, 11 zu 7 maximal, Schissen drauf. Alles klar, ich habe die Partie gewonnen. Das heißt, das Buch geht nicht an RMK 23, sondern Kreisliga-Legende geht an die Abonnenten. Das heißt, ein Abonnent wird ausgesucht und bekommt dieses Buch. Ja, Abonnent sein bei Shogi Benoki New Television lohnt sich. Ja, alles klar, ich sage bis zum nächsten Quizduell. Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns.